kennen immer noch keine neue Instanz. Das ist echt schade, weil wir sind ja nun schon 93. Sonst würde ich uns mal wieder anmelden, aber die Eisendocks und die Blutschlägermine kennen wir ja nun schon. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Pagiok ist wieder da. Und diesmal scheint er sogar näher zu sein. Vielleicht können wir ihn hier erwischen. Schauen wir mal. Ah, die Richtung passt. Wow, der Wasserfall sieht toll aus. Der gefällt mir. Und hier ist Pagiok. Schon interessant, die Rare Mobs sind hier quasi für jeden da. Die spawnen sofort wieder, damit jeder sie machen kann. Eigentlich ist es schon gut. Geist von Pagiok, ein Spielzeug! Beschwört den Geist von Pagiok. Cool. Ich habe vergessen, das Gold mitzunehmen. Wieso vergesse ich denn immer, das Gold mitzunehmen? Ist ja auch egal. Ich erinnere daran, ich bin noch in der Nachsynchronisierung, darum kann ich das sagen. So, Freunde. Traummeister. Hier sind sie. Die müssen wir töten für unsere Quest. Ich habe gerade geschaut, ob wir an Riptar rankommen, aber der ist zu weit weg, fürchte ich. Der muss irgendwo oben auf der Klippe sein, neben uns. Oder vor uns, besser gesagt. Wir haben die Traummeister ja schon alle. Hier ist das Ultropis. Von dem brauchen wir Wasser. Schade, dass wir ihn dafür töten müssen. Der könnte doch auch neutral sein und wir könnten mit dem quatschen. So, hey, kann ich ein bisschen Wasser haben? Ja, klar. Hier, nimm. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Versteht ihr, wie ich meine? Ich finde es schade, dass wir immer alles töten müssen. Aber gut, das ist eben die World of Warcraft. Und ganz besonders in Warlords of Draenor kann man sich, glaube ich, darauf einstellen, dass man ziemlich alles töten muss. Insbesondere die Eiserne Legion. Ja, ist gut. Hey, Level 94. Verbessertes Blitzschlag. Findet Schlitzer. Jetzt ist er schon wieder weg bei der Bastionsklippe. Blitzschlagschild. Erhält zusätzlich 5 maximale Aufladungen und Lava-Eruption sowie dessen Mehrfachschläge können jetzt zusätzlich Aufladungen vom Blitzschlagschild durch Entladung erzeugen. Ist das cool oder ist das cool? Wir können jetzt also 20 Aufladungen vom Blitzschlagschild sammeln und die dann mit einem Erdschock raushauen. Was jetzt, Feuer oder Flamme? So, kommen wir da irgendwie hin? Müssen wir da vielleicht rüberfliegen? Ah, holte. Außerhalb, was? Bin verwirrt. Ich tu die mal alle weg, damit wir nur die eine verfolgen, die uns auch wirklich weiterbringt in der Questreihe. Von Gorgrund. Sprecht. Okay, so fliegen können wir nicht. Wie kommen wir dann dahin? Oh! Ja. Einfach darüber. Sonnenklaue. Bonusziel. Sabaron des Keulenschwanzbeckens getötet. Dschungelaxtschnabel befreit. Schädeldrescher getötet. Hey, lass doch die Vögelchen in Ruhe. Schau mal, wie fies die sind. Die haben die Vögelchen angekettet und bewerfen sie mit irgendwas. Ich sag mal, geht's noch? Was ist das denn? Was bist du denn? Du bist auch wieder eine ziemlich coole Erdbeerhydra. Erdbeerhydra, ach wie süß. Sonnenklaue also.
dir, Wegelagerer. Der hat eine Mütze auf. Die wollen da alle hoch. Mein gelerntes, geübtes Auge sagt, wir müssen da hoch und dann das da verwenden. Juhe, ich habe recht. Mein Auge hat recht. Jetzt ist er weg. Ach, wo ist jetzt Sonnenklaue hin? Hat ihn einer erwischt? Oh Mann. Dschungelaxtschnabel. Ja, da unten ist eine Blume, Freunde. Ich glaube, die ist mir lieber als der Rare. Und schaut mal, hier sind so viele. Wobei, wir könnten den zusammen platt machen. Aber ich will jetzt nicht warten, bis der spawnt. Ich hol mir die Fliegenfalle. Ja, na, nee, ist klar. Jetzt ist er wieder da. Oh Mann, hätte ich nur gewartet. Shit. Egal, den boykottiere ich jetzt. Den mache ich jetzt nicht. Hey, Hochland, Flussbestie. Ist eh schon wieder halb tot, schaut. Gezackter Speer. Aua. Mach doch sowas nett. Eine Fliegenfalle. Meins. Ui, ein Schrotling. Ah, die von den Fliegenfallen sind orange. Die schauen alle anders aus. Je Blume schauen sie anders aus, die Schrotlinge. 10 Stück, Dankeschön, kleiner Mann. Wobei wir die wohl stören? Das will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Ah, wir haben das Bonusziel schon wieder nicht aktiv. Wir sind wieder irgendwie zu weit links, zu weit rechts, keine Ahnung. Wir müssen noch gar keine Vögel gerade befreien. Aber was das ist? Ganz wieder schreddern. Okay. Garnisonsressourcen. Oh, warum nicht? Sonnenklaue. Schlitzer! Hey, kleiner Mann, berg den Willen der Genesaurier. Tötet 7 Goren. In was? Ich konnte es nicht mehr lesen. War ich etwas zu übereifrig? Aber wir müssen ja ohnehin gleich hin. Dann sehen wir es. Nanu, irgendwas im Chat? Hab nichts mitgekriegt. Bin ganz in meine Aufnahme vertieft. Hat er wohl Probleme mit einem Haustier? Ich will, dass ihr mich schlagt, so hart ihr könnt. So. Was das? Windschrei. Cooler Name. Wer seid ihr? Das ist gut, dass wir hier sind. Ich will nirgendwo anders sein. Ja, wir waren da oben schon richtig, glaube ich. Oder auch nicht. Lag.
Du liebe Güte, Freunde. Das ist eine Zwergenruine. Ich glaube, es hackt. Was machen denn die Zwerge auf Draenor? Hä? Haben sie vielleicht ein Raumschiff gebaut und sind durchs All nach Draenor geflogen oder so? Der erste Zwerg auf Draenor. Kennt man ja die Geschichte. Ist ja. Wird ja in jedem Schulunterricht, 9. Klasse. Die Zwergenlandung auf Draenor. Ja. Ich halte die Klappe. Ich laber schon wieder nur Scheiß. Oh Mann. Nanu? Tatsächlich? Moiras Bastion. Hier. Sammelt viel Verdammnisgeschosse. Was sind denn bitte Verdammnisgeschosse? Ich glaube, es hackt. Ist das cool? Verdammnisgeschoss. Ich habe Verdammnisgeschoss. Ist das geil? Splitterbrecher. Weg mit dir. Ach ja, ist das schön. Ich will meinen Vierer-Set-Bonus nie verlieren, weil mit meinem Sturmelementar ist immer jemand bei mir. Bin ich nicht so allein. Ihr seid natürlich auch bei mir, das weiß ich. Aber trotzdem, das Elementar hilft beim Kämpfen. Ihr gebt nur moralische Unterstützung. Ich rede mich gerade wieder um Kopf und Kragen, ich weiß. Ach ja. Schub. Da ist eine Truhe im Zelt. Berühren. Berühren verboten. Berühren. Nö. Nö. Kann man nicht öffnen. Sieben von sieben. Aber wo zum Teufel ist der Wille der Genesaurier? Und was zum Henker ist eigentlich ein Genesaurier? ja. Hey, Elementar, da bist du ja wieder. Ist hier ein Wille? Nö. Hier sieht's nicht nach Wille aus. Wille? Bist du da? Ich will ein Kind von dir, Wille. Komm raus. Das ist dem sein verdammtes Geschoss. Das glaube ich dem jetzt nicht. Nimm mal das da. Ist eh unser letztes. 4 Stück brauchen wir nur. Wie schießt man die Dinger wohl ab? Okay, da sind die beiden Quests. Nur wo sind die zum Teufel nochmal? Verschwind halt einfach, du Ding. Schieß Kristallsplitter. Und die Mizi hilft uns. Das ist nett. Also hier am Eingangsdings ist nichts. Oh, Bargold. Hier draußen ist auch nichts. Ist definitiv da drinnen. Oder da oben. Das ist eine riesige Kanone. What the fuck? Hier draußen ist auch nichts. Ich bin verwirrt. So sehe ich auch aus, ich weiß. Pionier des Giyuwalds. Du schon wieder. Willst du mich von meiner Quest fernhalten? Ach, Schlitzer ist da unten. Genau. Der hat auf jeden Fall eine Quest. Streitkolben. Boah, der Stab sieht ja mal richtig doof aus. Und der auch. Weiß nicht. Oh, der hat sich aufgewertet. Aber auch 546 ist noch ein bisschen low im Gegensatz zu unserem Stab. Tja, gehen wir mal nochmal rein. Vielleicht geht's da drin irgendwo weiter. Ich habe keine Ahnung, Freunde, wirklich. Ich bin total aufgeschmissen. Nee, planlos. Passt besser. Wille der Genesaurier. Wo ist das nur? Geht's hier irgendwo runter? Also hier sind nur die Zelte. Hier ist immer gar nichts. Wo geht's da lang? Da
Da ist diese Sandfontäne. Bring mich nach oben, Sandfontäne. Los? Nö, die tut nichts. Ach, hier geht's ja runter. Das habe ich ja ganz verdrängt oder nicht bemerkt oder wie auch immer. Ich sehe da hinten was leuchtet. Ich glaube, wir sind richtig. So, hier kommen offensichtlich die Verdammnisgeschosse rein. Und hier haben wir dann wohl den Willen. Genesaurier nähern sich. Nähert sich. Einer. Macht euch bereit. Besiegt Iyu. Wow. Okay. Helft Draka und Kass. Draka sagte, dass ich die große Waffe abfeuern darf. Ich werde dieses Vieh mit dieser riesigen Zwergenwaffe in 1000 Stücke reißen. Okay, dann gehen wir wohl. Oha! Ich gehe wieder zum Kind. Wie komme ich denn hier raus, Schlitzer? Muss ich echt drauflaufen? Echt jetzt? Kann ja fast nicht sein. Verwirrend. Ach, vielleicht kann ich da rein? Hallo? Rein? Nee? Irgendwie nicht. Okay, die sind leer geballert. Wir werden von einem Genesaurier angegriffen. Er fordert das Artefakt zurück. Kass und Draka bekämpfen ihn gerade an der Oberfläche, aber sie werden euch brauchen. Draka sagte, ich könnte das große Geschütz abfeuern, also werde ich hier bleiben und genau das tun. Besiegt Iyu. Pustel der. Was? Pustel des. Iyuwaldes? Kann das sein? Ja, Pustel des Iuwalds. Komischer Name. Iunwalds mit N. Ah ja, also Iu kommt aus dem Iunwald. Und das sind ihre Pusteln. Ich renne einfach durch. Aggressives Gewächs. Das Positive an aggressiven Gewächsen ist, dass sie ihren Standort nicht wechseln können. Und die umgehe ich auch mal ganz flink. So, die Frage ist, warum greift uns das Vieh eigentlich an? Was für ein Artefakt haben wir? Ach, den Wille der Genesaurier, klar. Okay. Oh nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier meine Cooldowns nutzen und Aszendent sein. Und dafür habe ich jetzt auch gerade wieder Aggro. Ich brenne ja schon. So, das war's. Wow, riesiges Vieh. Ich bin für euch da. Spricht mit Durotan in der Wildwacht. Ja, Kass schließt sich uns an, Freunde. Coole Sache. So, der Kampfrausch ist vorbei. Der hat jetzt so einen. Also mit Kampfrausch hat man jetzt so einen lustigen Schamanen-Symbol über dem Kopf. Die Klamotten sehen nicht so sonderlich gut aus. Ja, Freunde, dann machen wir uns mal auf den Weg zur Wildwacht. Mit diesem einsamen Flugmeister hier. Hallo. Was kann ich für euch tun? Tschüssi. Ja, Freunde, ich denke, das war's dann auch für heute. Ich danke euch fürs Reinklicken und fürs Zuschauen. Die Viecher sind ja mal abartig eklig, schaut mal. Bäh, die Flügel sehen voll gräuslich aus. Das ist an sich eklig. Also, es ist eine coole Idee, so ein Insekt, aber. Das erinnert mich so an Käfer. Ich hab doch Angst vor Käfern. Ja, Freunde.
Also, wir sehen uns morgen wieder. Ich danke euch fürs Reinklicken und macht's gut.